Ich habe mit meinen Freunden ein unfassbar geiles Skihaus gemietet und wir werden 2 Wochen in dem Ding verbringen. Heute ist der erste Tag und wir haben uns die Butze angeguckt, waren ein bisschen was essen und waren am Ende noch in der Sauna. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, ihr Verfickten? Was geht ab, Bro? Was geht ab, was geht ab? Freunde, herzlich willkommen zum Snowtrip 2024! Snowtrip, Snowtrip, Snowtrip! Wir sind 2 Wochen in der Schweiz, Freunde, machen geilen Content von der Piste. Hugo ist schon in der, ich glaube sogar gerade auf der Piste. Ist auf der Piste. Oh, hier. Es stimmt die Sportschanze. Bro, hat Hugo unseren Parkplatz voll geparkt? Ja. Guck dich an, die scheiß Karre da vorne. Hugo-Wichser! Da einfach mal reinfahren in das scheiß Ding. Dich zieh ich an die Hammelbeine da raus aus deiner Karre da, hä? Hammelbeine lang. Digga, Hugo, wirklich? Ja. Oh mein Gott, nein. Er hat eine Schnitzeljagd vorbereitet. Oh, da liegen irgendwelche Bücher auf dem Boden. Was? Oh der muss das aufbauen. Dicker Opfer, Alter. Hugo, wir sind zu Hause! Vorne, hier, ja, wo Mike gerade drin steht, unser eigener Skiraum. What the fuck, mit Schlitten. Übergeil. Hier sind auch noch Räume, ne? Oh mein Gott, Bruder. Ist Licht ist aus. Wer hat Licht ausgemacht? Bro, was geht hier ab? Was ist das? Was denn? Bruder, warum sitzt du hier so, wie du sitzt, Bro? Hugo, das hier macht mich gerade viel zu geil. Das sollte verboten werden, diese langen Socken hier. Das sind meine Snowboard-Socken, Bro. Was ist das für eine kranke Scheiße? Hast du das? Wie lange sitzt du schon hier? So eine Schnuller-Socken. Wann kommen die denn? Du trinkst nicht mal Alkohol, Digga. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Digga, sieht fresh aus, aber warst du mein Friseur oder so? Ja, ich. Wirklich, fresh aus. Ey, was geht? Ey, Hugo, willst du uns rumführen? Ja. Okay. Also, weißt du überhaupt, wo irgendwas ist? Das ist mein Haus, Digga. Ah, okay, sorry, ja. Danke, Mann. Hier haben wir einmal für die Kinder Spielzimmer, Xbox. Okay. Oh, okay, aber geil. Ja? Was ist noch hier? Hände, krass. Oh, hier ist ein Gym drin und so. Okay, geil. So, hier für die Puppa unter euch. Oh mein Gott, ein Gym? Richtig. Wow. Digga. Basti! Hey! Die Rudermaschine. Die Eisenschmiede, Alter. Oh, Rudermaschine? Mit Wasser. Da sehe ich mich. Oh. Ey, wir können da unser Proteinshake unten reinmachen, Freunde. Dann mix ich die Scheiße direkt. Aber da kannst du Butter draufschlagen oder so. Alright, weiter geht's. Nächstes Zimmer. Alright, ladies and gentlemen, wir gucken uns die nächste Etage an. Oh. Zuerst hier? Okay, wir Das ist Digga! Hier ist die Sauna! Oh, und eine fette Badewanne. Holy Digga, hier waren gestern 4 nackte Männer. Und einer davon warst du. Ja, ich war in der Badewanne. Warst du nackt baden, während die nackt in der Sauna waren? Die Badehose und die waren alle nackt in der Sauna. Das ist eine kuschelige Sauna, Freunde. Oh. Bro, die ist outmaxed, wenn Dominik sich da reinsetzt. Ja, ich also 4 ist da wirklich mal. Ja, das wird eng da. Kleine Details bitte. Oh. Hier seht ihr das hier so, bei dem Sichtschutz ist hier so, ist die Landschaft rein. Die Kamera sieht man gar nichts wieder. Geil. Oh. Wieder macht wie so ein Makler, Bro. Ey, sag mal ehrlich, ich glaube, das ist so richtig so mein Dreamhaus einfach. Ich finde den Style so hart. Digga, hier ist nochmal ein Wohnzimmer, what the fuck? Kino. Achso, sorry, das ist der Kino. Oh, sorry. Okay, Kino rum, weiter geht's, dann machen wir, wo, da weiter? Du bist da. Okay, dann machen wir den Hugo Stream, ne? Ja, ich weiß nicht. Alter, da läuft der Stream, Bro, holy shit! Alter! Oh mein Gott, das ist kranke Scheiße, Bro. Du hast wie viel. Hör auf, meine Freundin zu filmen, bitte. Alter, wie ist das Zimmer in einem Tag so explodiert, Bro? Digga, weißt du, ich muss alles selber aufbauen, ich hab keine Mitarbeiter. Ich auch nicht, hä? Digga, der Mülleimer ist schon jetzt outmaxed, Alter. What the fuck? Ja. Einmal. Digga, was geht hier ab? Das ist schon komplett voll. Du hast eine Leertaste, die halt sagt Twitch-Partner? Das ist cringe. Das ist helle cringe. Ey, Digga, ey, Schieber-Resort. Digga, auch mal draufhalten, Bro. Das ist über cringe, Digga. Nur hier. Aber guck mal, wie sauber die ist. Ey, woher wusstest du, dass ich Streamer bin? Ey, du Wichser, Mann, ich dachte, das wäre voll cool von denen. Ey, du geh dir doch einfach noch den Playbutton von YouTube. Digga. Digga, raus hier, raus. Raus. Aber ein gemütliches Setup hier auf jeden Fall. Okay, wir gehen zum Master Bedroom, Freunde, da gegenüber. Boah, auch stark. Boah, mit wieder welche Hintergrundbild. Ey, guck mal, der hat schon eingerichtet bekommen hier. Wow, das ist awesome, Mann. Ey, wie findet ihr meine Leertaste? Da steht nicht Twitch-Partner drauf. Ja. Die ist sogar sauber. Boah, Digga, ein großes PC. Bro, guck mal, den Bad Boy hier. Den Bad Boy mussten wir hierher bekommen, Alter. Ich habe die Grafikkarte ausgebaut. Ja, oder ihr. Ja. Danke für die Hilfe, Kai. Ja, okay, Digga. Ich habe die Grafikkarte ausbauen müssen, Digga. Es ist nichts kaputt gegangen, oder? Also sieht man jedenfalls nicht. Doch, alles kaputt, ja. Ja, schau mal. Krass. Nee, sehr geil, danke fürs Ausbauen. Das ist eine krasse Butze. Jetzt hau ich mir erstmal hin, oder? Alright, wollen wir losfatzen? Ja. Oh! Oder wer ist denn er jetzt? Bro, was geht denn hier ab?
Wo willst du noch tauchen gehen? Ich hab gesagt tauchen. Oder wir gehen halt Skiklamotten ausleihen, was zum Fick geht jetzt ab. Ja, aber ich wollte flexen, dass ich das wirklich hab. Er taucht in die Bitches. Komm, meine Herren. Oh. Kannst du da in den Schnee reintauchen? Ja, mach ich jetzt. Dann kannst du gucken, wie der Schnee aussieht. Boah, Digga, du hast recht, ne? Alter. Warte. Geh mal richtig rein. Oh, wie sieht's aus? Boah, Digga. Ist krass. Was siehst du? Oh, ich hab andere Welt gesehen. Retalk, willst du auch mal gucken? Und damit sehe ich andere Welt, wenn ich da reinschaue. Ja. Du musst richtig reinbretschen mit dem Kopf. Oh, andere Welt, Alter. Oh, mein Kopf tut weh. Boah, ist das kalt. Meiner jetzt auch. Oh, es friert voll. Jungs, was zum Fick macht ihr gerade? Willst du auch mal? Bruder, was macht ihr? Nee. Doch, zieh mal die Brille auf und tauch einmal in den Schnee. Was soll ich machen? Du kannst in den Schnee reinschauen mit der Brille. Und leider so und dann einfach rein. Ja, genau. Ja, was soll ich da sehen? Das ist einfach dunkel. Du musst das richtig reinmachen. Ja. Du kleiner. Du kleiner Bastard. Auf die 100 Zapfen, Hugo. Oh, Junge, Hugo gewinnt. Ach, diese Bastarde, wirklich. Leute schreiben irgendwas vom Fortnite-Auto. Was für ein Fortnite-Auto, Bro? Fortnite? Der Bus. Warum Fortnite? Ja, wegen Battlebus. Ach so, ja. Where we dropping, boys. Aussteigen! Aussteigen! Fortnite! Oh mein Gott. Irgendwer hat draußen auch geschrien, oder? Ich muss hier so vorsichtig laufen. Das wird mal wieder eine Dominik fällt hin Compilation. In der Rescore auf TikTok waren 3 Clips, wo ich auf die Fresse falle oder so. So, von 6 Clips falle ich in 3 auf die Fresse. Aber du bist immer hier, ne? Du bist immer hier abgebounced. Ja! Immer Airbag. Meinst du, das hat mir beim Curling das Leben gerettet? Ja, ich glaube schon. Hier muss es irgendwo sein. Hier, glaube ich, oder? Entschuldigung, wissen Sie, wo wir das Rental finden? Ausleihen. Ja, Ausleihen. Ski-Ausleihen und Snowboard-Ausleihen und so. Oh ja, doch schon sein. Das steht auf Rental. Das ist ein Rental. Oh, ja, schon. Danke schön. Entschuldigung. Ja, ja, ist ein bisschen verwirrend hier. Yes, Maria. Hallo. Sieht aus wie so ein Taufen, oder? Oh, sieht aus wie so ein Skater-Shop. Ey, könnt ihr mal kurz checken, ob der Helm passt? Ja. Darf ich mal? Oh, Digga, süß. Digga. Darf ich auch mal? Bro, wie doll. Digga, ja, okay, reicht uns. Und findet ihr 400 Euro für einen Helm und Brille teuer oder eher wenig? Private Frage. Private Frage, so. Hey, ja, das ist ungefähr die Brille, wie ich die zu Hause habe. Wo habt ihr einen Spiegel? Oh Mann, ja, ich sehe richtig cool aus. Wie viel kostet die Brille? 1000 Euro? Das wäre für mich kein Problem. Ich würde 1000 Euro bezahlen für eine Brille. Ach so, nur so wenig? Ist das aber auch echt eine gute Brille, wenn die so günstig ist? Und bist du sicher, dass sie nicht 1000 Euro kostet? Und? Also so ungefähr wird es aussehen dann. Also sie meinte, es ist nicht gut, dass hier diese Lücke ist, aber ich glaube, meine ist noch ein bisschen größer. Sehe ich aus wie Körperplatte. Ich habe Reflexe, was das angeht. Du nicht. Ja, weil ich wusste, dass du eine Pussy bist und nicht durchziehst. Oh, oh mein Gott! Hops. Was machen wir? Wer zuerst Eierschlag gibt, oder was? Digga, vor halbe Stunde lag er noch in der Ecke. Oh, Digga, oh, jetzt, Digga, versuchen wir uns der Eierschlag zu geben. Digga, das ist Pech, aber cooler. Oh! Critical Hit. Oh! Ja, du, nein, ich schwöre, das kommt in mein rechtes Ei getroffen. Oh mein Gott, Digga, Spiegelei! Wir dürfen nicht so rumschreien, glaubst du? Kevin, es ist zu laut und die Leute stürzt ja alle mit. Oh, waren wir? Ich hab mich schon ermahnt. Ja, als Red Bull Athlet geht das nicht gar nicht. Bruder, du hast auch noch geschrien, Digga. Das läuft gerade aus. Digga, ihr habt Eierfange in dem Laden. Waren wir zu laut? Ich hab's nicht verkauft, sorry. Entschuldigung, ja, dann lassen wir uns verpissen hier. Alright, auf zum Auto, Freunde. Das ist Wim. Kamera halt. Los geht's. Jetzt geht's was essen. Wie langsam willst du noch fahren? Mike, würdest du sagen, du bist vom Sinne her jetzt ein entspannter Fahrer eher? Ganz kurz, der fährt 10 km/h. Die Straße ist frei. Der vorne macht wirklich. Oder was soll der machen? Soll der die überholen oder was? Hä? Nee, der davor, da ist vorher, kommt doch in die Schlange rein. Der kann auch fahren. Scheinbar nicht im Lotto oder was? Ich glaube, wenn Dominik so ein bisschen früher geboren wäre, dann wäre er dieser eine Vater, der nach Österreich in Urlaub fährt. Kennt ihr diesen, der so angehalten wird von so einem Kamerateam? Könnt euch hochsprengen. Scheiß Österreich. Okay, ich muss mal kurz gucken, ob wir hier richtig sind, hä? Das wird so unangenehm. Ich sag ehrlich, oh ja, das ist so ein... Wir sind hier gar nicht richtig. Das ist so ein richtig uriges Restaurant.
Restaurant. Ich glaube, wir dürfen ihn nicht filmen. Ja, mach Kamera so, als würde ich so auf diese lockere. Ja, das ist so? Ja, ja, das ist gut. Ess da nix im Restaurant, ist Red Tide. Stark. Nom, 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 nom. Ja. Machen wir 450. Schön, das wäre geil. Ja. Sie hat doch gesagt, das kostet 452. Nee, 402. Also, 402. Ich dachte, sie hat 250, das machen wir 450. Denken, was geht jetzt ab? Minus 2 Euro Trinkgeld. Gehen wir jetzt Sauna? Ja, wir gehen jetzt in die Sauna. Geil. Was ist das? Wie viele Nächte? Das ist der Roard Walking Sound. Ah, stimmt, du läufst wie Rohat ein bisschen, ne? Film mal die Füße, so läuft Rohat immer von hinten. Ja, stark. Okay, Freunde, in den Spaß gehen wir jetzt gleich rein. Mach das jetzt an hier, ne? Das sind die Öle, die du nehmen kannst, ne? Was haben wir denn für Öle? Also die Dings, die Öle sind, schmecken nach Arsch, also riechen nach Arsch. Lemongrass, lebende Freude, ah ne, Lebensfreude. Ey, hier ist Lebensfreude. Boah, das brauche ich, gib, bitte. Bitte gib! Bruder, chill. Das ist nicht trinken, ja? Okay, Bruder, chill. Ich bin immer noch traurig. Nein, das ist so schnell geht's nicht, Bro. Du musst ja noch erstmal in die Sauna. Mit den Mützen schaut ihr aus wie die Brüder. Wie die Brüder von den Ludolfs. Digga. Warum hast du eine Mütze auf? Wie ist die Mütze ab? Komm, wenn Hugo meinte, ich soll die Mütze auflassen. Ja, das sieht cool aus. Nein. Hugo meinte, wir sehen. Ihr seht wirklich aus wie Ludolfs bei Bock-WM oder so. Atomspringen! Hugo meinte, wir sehen so aus wie Österreicher. Ja, die Ludolfs. Und willst du mir sagen, das ist die große Schwester von Podcasten? Bro, das ist meine Freundin, okay? Hat die untere... Hey, 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 hey! Hat die untere halt Extremität... Halt dich bedeckt. Okay. Real Talk, das ist so ein Pornoset hier gerade. Digga, das ist ein verficktes Brothers. Bro, das hier... Okay, warte, wir spielen kurz eine kleine Pornoszene. Du musst aber rausgehen, Dominik. Hey, was läuft das hier? Das Hallo, ist hier der Rohrbruch? Ja, hier ist der Rohrbruch. Die Damen brauchen ihre Hilfe. Hey, was ist das denn jetzt vorbei? Warte mal, was ist denn das? Ich habe hier noch meinen Gesell mitgebracht. Wir müssen ja hier den Rohrbruch ja reparieren. Hast du den 25er Flansch dabei? Ich hab nur den 40er. Ey. Oh, Herr Hausmeister! Hallo! Oh, was haben Sie denn hier für Haut? Nein, ich bin ja hier zum Rohr reparieren. Zeigen Sie mir doch mal den Rohrbruch. Wo ist denn das Rohr, was verarztet werden muss? Zeigen Sie mir doch mal, ich seh's gar nicht. Wo? Oh, oh Gott, ich bin nicht so. Oh. Ist das krank? Ist das krank? Herr Gesell, übernehmen Sie. Ist das kranke Scheiße, Digga. Und cut. Oben ist heißer, gell? Ja, ich weiß. Willst du in die Hitze? Ich will in die Hitze, aber. Okay, geil. Achso, Handtuch noch auslegen. Ja, hey. Oh. Ich muss die Flügel schweifen, die Risse polieren. So, ein letzter Wedler, Freunde. Oh mein Gott. Und dann kann drin bleiben, wer drin bleiben will. Wer ein Mann ist, sozusagen. Du hast die Tür leicht aufgemacht, ne? Da entweicht heiße Luft. Oh, Achtung, Leck detected. Oh. Wir lassen eine Minute noch durchlaufen. Und dann gehen wir raus in Schnee. Das ist Kevin, Apothekerin. Ey, Miguel, kriegen wir das schnell abgemacht da? Ja. Lass selber machen, oder? Gehen wir raus? Ja, lass rausgehen. 3, 2, 1, los! Alright. Nicht zu schnell aufdrehen, Leute. Kannst du das jetzt wegpacken, das ganze Ding? Ja. Mach Check, Kevin, ich mach Kamera, mach Check. Boah, Kreislauf. Was ist das hier? Genau, und jetzt die Kraft um. Boah, das ist jetzt hart, Bro. Jetzt wird's hart, Bro. Jetzt wird's richtig hart. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Machst du das Gesicht direkt? Ja, Gesicht, ja. Krass, Digga. Nacken. Oh, meine Füße. Oh mein Gott. Wir werden so aus der Putze rausgeschossen. Okay, wieder rein. Boah, geil aber, oder? Richtig geil. Rätselmann hat doch Schnee. Der Gott verfickt es. Ja, Digga. Gib mir doch. Oh shit, wie geil für Route bist, Digga. Oh shit. Alles weiß, Mann. Aber ich sag ehrlich, ich glaube, es ist stylisch, aber kalte Dusche ist, glaube ich, effektiver. So, nee. Wow. Allein fürs Feeling. Allein fürs Feeling, der mentalen Brust. Die Männerspiele, Tag 1, Snowtrip. Krass. Wer hier nicht dabei ist, verliert. What the fuck. Freunde, ich würde sagen,
Erster Tag, wir haben 10 Stunden Stream rausgeknallt, waren unfassbar geiler. Ich fand's übelst geil, ich denke die Jungs auch, oder? Ja, Mann. War ein geiler Start, ich hoffe ihr auch, Freunde. Wir sind die nächsten 2 Wochen jeden verfickten Tag live und machen irgendwas. Auf allen 4 Channels, auf Wielands Channel, auf Rietzmanns Channel, auf Hugos Channel und auf meinem Channel. Danke, bis morgen, haut rein. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.